Noch heißt es Maske tragen in den Schulen in NRW. Ab Montag, den 4. April, kann die Maske aber im Rucksack bleiben. NRW schafft die Maskenpflicht im Unterricht und an den Schulen ab. Damit reagiert die NRW-Schulministerin auf die vom Bund gestrichenen Corona-Maßnahmen. Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete am Donnerstagabend die Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Die Corona-Pandemie, sie ist nicht vorbei. Darüber sind wir uns alle einig. Und wir merken es ja auch gegenwärtig. Jedenfalls die Inzidenzzahlen steigen, ganz unabhängig von den Entwicklungen in den Krankenhäusern. Und das ist ja keine gute Nachricht. Keine guten Nachrichten waren für den digital zugeschalteten Hendrik Wüst wiederum die neuen Regeln. NRWs Ministerpräsident kritisierte ganz offen den Änderungsentwurf der Bundesregierung. Es ist viel zu kompliziert, um schnell zu reagieren. Es gibt lange Verfahren und hohe Hürden. Und das für so grundlegende Schutzmaßnahmen wie Abstand und Maske. Die Regelungen des Gesetzentwurfs sind rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar. Trotzdem stimmte die NRW-Landesregierung heute im Bundesrat zu, nachdem schon der Bundestag den Änderungen zustimmte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geriet dabei aber in Erklärungsnot. Ich weiß, dass ich als Epidemiologe gewünscht hätte, wir hätten mehr für diejenigen tun können, die jetzt im Risiko stehen. Aber wir müssen die rechtliche Lage beachten. Die rechtliche Lage ist die, wir können nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine kleine Gruppe von Impfunwilligen und denjenigen, die nicht bereit sind, die Maßnahmen mitzutragen, um diese zu schützen. Ab dem 20. März beschränken sich die bundesweiten Corona-Regeln auf zwei Säulen. Die Maskenpflicht gilt dann nur noch in sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen und im ÖPNV. Auch Testpflichten entfallen weitestgehend. Nur in den sensiblen Einrichtungen sowie in Schulen und Kitas soll weiter getestet werden. In den allermeisten Innenräumen muss dann also keine Maske mehr getragen werden. Auch beim Einkaufen nicht. Die Duisburgerinnen und Duisburger finden das etwas befremdlich. Also ich denke, es ist noch zu früh, um zu lockern. Man sollte zumindest, wenn man in Gebäude reingeht, essen geht oder so, also die Maske aufsetzen. Wir haben uns ja dann auch so ein bisschen dran gewöhnt halt und man sollte es eigentlich so belassen zurzeit. Weil wenn ich jetzt einkaufen gehe und ist ohne Maske, dann kann ich mir auch gleich in eine Quarantäne reinbegeben. Ich werde die auf jeden Fall noch tragen. NRW wird vorerst eine Übergangsregelung ziehen. Damit sollen bis zum 2. April viele Maßnahmen bestehen bleiben. Im Anschluss dürften die Masken wohl fallen, nicht nur im Unterricht.